Die Westbalkanländer haben sich in Nordmazedonien getroffen und die klare Botschaft gesendet, dass eine EU-Mitgliedschaft weiter ihr Ziel ist, sie sei alternativlos. Auf ein Modell für eine regionale Zusammenarbeit konnte man sich allerdings noch nicht einigen, aber die Staats- und Regierungschefs Albaniens, Nordmazedoniens und Serbiens haben sich auf vorrangige Maßnahmen geeinigt. Der Aktionsplan sieht einen 24-Stunden-7-Tage-Betrieb an unseren Grenzen vor. Bürger aus der gesamten Region brauchen nur einen Personalausweis und Lkw, die unsere Grenzen überqueren, werden sehr zügig abgefertigt. Auch die drei anderen Westbalkanstaaten sollen sich so schnell wie möglich anschließen. Montenegro, vertreten durch seine Wirtschaftsministerin, sagte, man brauche noch Zeit. Wir müssen warten. Wir müssen erst bewerten, ob diese Initiative einen echten Mehrwert bringt oder nur Energie kostet, die dann woanders fehlt. Der Kosovo war nicht vertreten, obwohl es die Mini-Schengen-Initiative als Alternative zur EU-Mitgliedschaft betrachtet. Allerdings sind noch nicht alle Nachbarschaftsfragen mit dem jungen Staat geklärt, der vor 11 Jahren seine Unabhängigkeit von Serbien erklärt hatte. Ich wünsche mir sehr und glaube, dass sobald die neue Regierung gebildet ist und die Institutionen funktionieren, dass der Kosovo dann auch kommt und wir gut zusammenarbeiten werden. Das nächste Treffen für den regionalen Wirtschaftsraum ist im Dezember in Albanien geplant. Bei der letzten Tagung des Europäischen Rates wurde die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien abgelehnt. Jetzt warten die Westbalkanländer auf ein positives Signal von der EU, was ihre Beitrittsperspektiven angeht. In Ohrid for Euronews, Borjan Jovanovski.